Europäische Union ist ganz klar, dass die Hand für Großbritannien, um einen Hard Brexit zu vermeiden, natürlich weiterhin ausgestreckt bleibt. Wir haben das klare Ziel, ein No-Deal-Szenario, also einen ungeregelten, ungeordneten Austritt zu verhindern. Ob das möglich ist, liegt aber nicht allein an der Europäischen Union, sondern vor allem auch an Großbritannien. Die Europäische Union hat sich aus meiner Sicht in diesem Zusammenhang nichts vorzuwerfen. Es ist ein sehr ausgewogenes Austrittsabkommen über ein Jahr lang verhandelt worden. Und es gab auch eine Einigung zwischen Theresa May und der Europäischen Union dazu. Dass es eine nicht ausreichende Mehrheit dafür im britischen Parlament gibt, das ist bedauerlich, denn es wäre ein Weg gewesen, um einen ungeordneten Austritt zu verhindern und den Brexit, wenn er schon stattfinden muss, zumindest geordnet über die Bühne zu bringen. Was wir uns jetzt erwarten, ist Klarheit von Seiten der Briten, welches Szenario sie sich wünschen, was sie an Möglichkeiten sehen, um einen ungeordneten Austritt zu verhindern, um dann als Europäische Union noch in Gespräche eintreten zu können. Klar für uns ist, dass das Austrittsabkommen nicht neu verhandelt werden wird. Es ist, wie vorhin schon erwähnt, über ein Jahr darüber verhandelt worden und alles bis ins kleinste Detail ausformuliert. Was das Verhältnis in Zukunft betrifft, also die politische Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen, da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auch den einen oder anderen Punkt genauer zu definieren und zu konkretisieren, wenn das hilfreich sein sollte, um das Hard-Brexit-Szenario zu verhindern. Wichtig aus österreichischer Sicht ist, dass wir auf alle Szenarien gut vorbereitet sind. Ich darf mich bei allen Ministerien bedanken, die hier seit Monaten schon intensive Vorbereitungsarbeiten für alle Szenarien getroffen haben. Ich darf mich ganz besonders bei Gernot Blümel bedanken, der hier die Federführung hatte und Ihnen auch dazu einige Punkte noch präsentieren wird. Die Österreicherinnen und Österreicher können sich sicher sein, dass wir für alle Szenarien gerüstet sind, auch wenn wir uns natürlich einen geordneten Austritt und keinen ungeordneten Austritt wünschen. Und auch, was die britischen Staatsbürger in Österreich betrifft, können wir sicherstellen, dass wir alles tun werden, dass es hier zu keiner unnotwendigen Veränderung für die britischen Staatsbürger in Österreich kommen sollte, genauso wie wir uns das auch für die Österreicher in Großbritannien erwarten. Das zweite große Thema, zu dem ich Stellung beziehen möchte, ist die Schneesituation in Österreich. Sie wissen, dass aufgrund massiven Schneefalls einige Regionen Österreichs hier in einer sehr, sehr schwierigen und teilweise herausfordernden Situation sind. Ich möchte mich hier bei allen Freiwilligen bedanken, die im Einsatz sind, vor allem aber auch bei allen Einsatzkräften, die tagtäglich einen Beitrag leisten, die Situation unter Kontrolle zu halten. Ein großes Danke auch an das österreichische Bundesheer, das hier im intensiven Einsatz ist und die Freiwilligen und die Einsatzkräfte zusätzlich unterstützt. Mario Kunasek wird als zuständiger Minister hier noch Stellung dazu nehmen. Ein Danke an alle, die hier einen Beitrag leisten. Es ist schön zu sehen, dass unser Land auch in einer herausfordernden Situation funktioniert und dass viele Menschen ihr Bestes geben, nicht nur für sich selbst, sondern für andere in ihrem Umfeld, in ihren Gemeinden und darüber hinaus. Im Ministerrat konnten wir heute die Uni-Leistungsvereinbarung beschließen. Minister Fassmann hat sich schon ausführlich in den vergangenen Monaten dazu informiert. Es ist ein großes, wichtiges Projekt, das rund 13% mehr Geld für die Universitäten bringt, das die Möglichkeit schafft, dass die Universitäten deutlich effizienter arbeiten können und natürlich ein, glaube ich, wichtiger Schritt, nicht nur für den Bildungs- und Universitätsstandort Österreich, sondern vor allem auch für die österreichische Wirtschaft, denn effiziente Universitäten, eine gute Bildungs- und Ausbildung an den Universitäten ist auch die beste Basis für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich darf an den Vizekanzler übergeben. Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein aufrichtiges Dankeschön allen freiwilligen Helfern und allen Einsatzkräften, aber vor allen Dingen und ganz besonders dem österreichischen Bundesheer und den Soldatinnen und Soldaten für den großartigen Einsatz, die im Rahmen der heftigen Schneefälle hier aktuell, glaube ich, mit über 1700 Mann auch im Einsatz sind.
Und ich sage, es ist diesem tüchtigen und unermüdlichen Einsatz vor allen Dingen auch der Soldaten, nämlich aller Dienstränge zu verdanken, dass es hier zu keinen schlimmeren Katastrophen gekommen ist. Und das zeigt auch auf, wie notwendig und wie wichtig es ist, wenn es darum geht, auch in die Einsatzqualität, in die entsprechende Ausrüstung des österreichischen Bundesheers auch zu investieren und Anschaffungen auch sicherzustellen. Und hier hat der Verteidigungsminister auch unsere volle Unterstützung. Und da steht die Bundesregierung auch zur weiteren Entwicklung des österreichischen Bundesheeres, weil es gerade auch an diesen Beispielen wieder zeigt, wie wichtig und notwendig es ist, dass wir hier auf dem neuesten und besten Stand auch der Technik und auch der Ausrüstung uns befinden, damit wir in solchen Szenarien und Krisenfällen auch entsprechend der österreichischen Bevölkerung effizient zur Seite stehen können. Was den Brexit betrifft, ja, so haben wir gestern alle natürlich mit voller Spannung nach London geschaut und auch das dortige Abstimmungsergebnis dann ja, erfahren müssen, nämlich die Ablehnung des vereinbarten möglichen gemeinsamen gegenseitigen Vereinbarungsmodus, der hier von Seiten der Europäischen Union mit Theresa May auch getroffen wurde. Das bedeutet, dass es natürlich zu einem Hard Brexit kommen kann, den wir uns nicht wünschen, aber natürlich muss man jetzt die weitere Entwicklung abwarten. Es gibt von Seiten der Europäischen Union eine klare Position, nämlich dass es keine im Kern gewünschten Nachverhandlungen geben wird. Und so gesehen liegt es natürlich auch an Großbritannien und der weiteren Entwicklung, wie man damit umgeht. Wir werden von unserer Seite auf alles vorbereitet sein. Es ist neben dem Europaminister natürlich auch die Frau Außenministerin hier vollstens eingebunden, damit wir für den Fall eines Hard Brexits natürlich alle Szenarien auch vorbereiten und auch entsprechende Abfederungen sicherstellen können. Und da gibt es eine Koordinierung einer Lenkungsgruppe, die eben auf diese Bereiche vorbereitet ist, wenn es um Bereiche Bürgerrechte, Aufenthaltsrecht, soziale Sicherheit, Verkehr und Zoll geht, damit eben hier auch wirklich von unserer Seite her alle Maßnahmen getroffen werden. Und ich sage zur Schließung auch der gesetzlichen Lücken, die im Zuge eines ungeordneten Ausscheidens des Vereinigten Königreichs auftreten können, ist ein Sammelgesetz auch in Ausarbeitung. Und die Bundesregierung geht hier natürlich in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission vor. Und so gesehen können wir jetzt nur der Dinge harren und entsprechend darauf reagieren. Aber natürlich ist es auch Sinn und Zweck, dass jene Briten, die sich in Österreich aufhalten, natürlich, ich sage, eine Rot-Weiß-Rot-Karte erhalten werden, auch mit gewissen Ausnahmen, wo, ich sage, nicht Wertekurse notwendig sind oder Deutschkenntnisse, sondern Englischkenntnisse durchaus ausreichend sind und wir hier gewisse Maßnahmen eben auch vorbereiten. Und umgekehrt gilt das natürlich auch für die österreichischen Staatsbürger vor Ort, nämlich in Großbritannien und auch die Prüfung der Doppelstaatsbürgerschaft, die ja schon Thema war. Wir haben heute im Ministerrat auch den Aktionsplan zur nationalen Antikorruptionsstrategie besprochen und auch beschlossen. Korruption gefährdet ja nicht nur den Rechtsstaat, sondern ja, erschüttert auch das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat, in die behördlichen Strukturen, in den Wirtschaftsstandort, wo letztlich dem auch Schaden zugefügt wird. Und im Kampf gegen Korruption setzen wir ihn verstärkt auf Prävention. Und im Bereich der Prävention eröffnet uns natürlich auch die Digitalisierung neue Möglichkeiten. Und so gesehen gibt es jetzt ein neues E-Learning-Programm der Verwaltungsakademie des Bundes, wo wir mit Juni 2019 auch in Umsetzung gehen wollen und eine flächendeckende Sensibilisierung und Information aller öffentlich Bediensteten hier auch in Gang setzen. Und das ist ein wichtiges Mosaik im Spektrum der Maßnahmen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit und der Integrität des öffentlichen Dienstes. Der Aktionsplan umfasst Maßnahmen im Bereich der Prävention und Strafverfolgung, welche sich das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium als Umsetzung zum Ziel gesetzt haben. Und der Beschluss der Bundesregierung über diese nationale Antikorruptionsstrategie führt somit auch zur verpflichtenden Umsetzung entsprechender Maßnahmen, die wir da im Aktionsplan heute beschlossen und abgestimmt haben, nämlich ganz konkret definiert Integrationsmanagement, Förderung nämlich des integeren Verhaltens, Compliance-Management für die öffentliche Verwaltung, drittens die Reduktion struktureller Korruptionsrisiken, viertens die Forcierung von Ansätzen zur Korruptionsprävention und konkrete Maßnahmen, fünftens Sensibilisierung der Öffentlichkeit und sechstens Bewusstseinsbildung, nämlich die Schulung spezieller Zielgruppen. Und genau dort werden wir mit diesem Programm, mit Juni 2019 sozusagen hier das Bewusstsein auch schärfen und hier
tätig werden in diesem Bereich. Und mit den Maßnahmen des Aktionsplans sollen ja der Korruption natürlich weiterhin der Kampf angesagt werden und letztlich auch die Bürgerinnen und Bürger auf dieses Thema sensibilisiert werden, weil man muss sie verlassen können, dass gerade im öffentlichen Dienst und im öffentlichen Bereich hier die Korruption nicht stattfindet. Und das ist unser Anspruch und dem wollen wir auch gerecht werden. Danke, Herr Vizekanzler. Bundesminister Blümel, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Herr Bundesminister, das gestrige Abstimmungsergebnis im britischen Parlament ist zweifellos unerfreulich. Was dieses Nein genau bedeutet, das werden wir erst in den nächsten Tagen genau wissen können, wenn Großbritannien skizziert, wie es aus ihrer Sicht weitergehen soll. Die Möglichkeit eines ungeregelten Austritts besteht dadurch natürlich. Wir haben aber immer gesagt, dass es nicht dazu führen kann, dass jetzt dieser Vertrag neu verhandelt wird. Das geht nicht. Das ist über Monate hinweg intensiv, transparent und professionell gemacht worden. Das war nicht immer ein leichtes. Gerade während unserer Ratspräsidentschaft waren wir intensiv daran beteiligt, die Einheit der 27 weiter aufrechtzuerhalten. Und insofern ist der Vertrag, der auf dem Tisch liegt, einer, der fair ist, der ein Kompromiss ist und wo es daher keine Nachverhandlungen geben kann. Wir haben uns natürlich auch für den Fall vorbereitet, dass dieser Kompromissvertrag in Großbritannien nicht angenommen wird und damit ein harter Brexit wahrscheinlicher wird. Seit gestern Abend ist eine eigene Website online im Bundeskanzleramt und seit heute in der Früh auch eine eigene Hotline verfügbar, wo sich Österreicherinnen und Österreicher darüber informieren können, was ein möglicher harter Brexit für Sie in den Bereichen, die Sie betrifft, genau bedeutet. Wir haben das lange vorbereitet. Wir haben Expertinnen und Experten auch zur Verfügung gestellt, um die einzelnen Fragen genau aufzuarbeiten. Wir haben weiters im Bundeskanzleramt vor Monaten bereits eine Lenkungsgruppe eingesetzt, die sich auf hochrangiger Beamtenebene mit allen Ministerien zusammengesetzt hat, mit den Bundesländern, mit dem Parlament und auch mit den Sozialpartnern, um zu klären, wo es gesetzliche Lücken durch den harten Brexit geben kann, die seitens Österreichs geschlossen werden müssen. Wir haben daher auch auf Basis dieser Arbeit eine Sammelgesetznovelle vorbereitet. Und bereits heute gehen Teile aus dieser Sammelgesetznovelle in Begutachtung. Und insgesamt, wenn diese abgeschlossen ist, wird diese Sammelgesetznovelle gesondert im Ministerrat behandelt. Was sind so die großen Punkte dabei? Natürlich geht es uns vor allem darum, was mit den 25.000 Österreicherinnen und Österreichern passiert, die in Großbritannien leben und arbeiten. Das ist jetzt vor allem auch eine Entscheidung der britischen Regierung, falls es zu einem harten Brexit kommt. Aber uns ist zugesichert worden, dass die auch weiterhin dort leben und arbeiten dürfen. Und insofern wollen wir auch eine reziproke Lösung für britische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Österreich anbieten, damit auch die hier weiter leben und arbeiten können. Es gibt weiters Themen, die geregelt werden müssen. Es gibt wichtige Arbeitskräfte, die aus Großbritannien kommen, wo bei einem harten Brexit die Notwendigkeit bestünde, dass die ausreisen müssten. Das wollen wir nicht, wie zum Beispiel Native Speaker, die in Schulen eingesetzt werden. Es gibt aber auch andere Themen, die im alltäglichen Leben mittlerweile ja unauffällig geworden sind, aber die durch einen harten Brexit aufbrechen, wie zum Beispiel, dass es britische Anwälte gibt, die in Österreich auch tätig sind, die hier Klienten haben, die innerhalb der Europäischen Union natürlich hier tätig sein dürfen, was nach einem harten Brexit nicht mehr der Fall wäre. Und auch da wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass die natürlich weiter in Österreich auch ihre Klienten betreuen dürfen. Bei Professoren auf der Universität ist es ähnlich. Wir wollen auch, dass britische Studierende ihr Studium abschließen können. Wir haben ebenfalls Vorsorge zu treffen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei in Großbritannien gemeldeten Unternehmen tätig sind, die aber den Verwaltungssitz in Österreich haben, dass die auch weiter ihren Arbeitsplatz behalten können. Das heißt, dass sogenannte Limiteds, die den Verwaltungssitz in Österreich haben, auch weiterhin mit einer Übergangsregelung hier bis 31.12.2020 tätig sein dürfen, bis Klarheit herrscht, wie es weitergeht. Insgesamt ist der Wille da, von beiden Seiten, sowohl Großbritannien auch von uns, dass das wichtige Thema
der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in den jeweils anderen Ländern sind, auch ihr Leben weiter so fortsetzen können, wie sie es geplant haben. Und dafür wollen wir auch Sorge tragen. Danke, Herr Bundesminister. Bundesminister Kunasek, bitte. Ja, danke, Herr Bundeskanzler, Vizekanzler, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin sehr froh und dankbar, heute mich hier auch bedanken zu können, nämlich zum einen bei den Einsatzkräften, nicht nur des österreichischen Bundesheeres, sondern bei allen, die hier in diesen schwierigen Stunden und Tagen großartige Arbeit leisten. Das sind die Soldaten, das sind Polizisten, Gemeindebedienstete, die Straßenmeistereien, die Freiwilligen der Feuerwehr, der Bergrettung etc. Und ich möchte mich auch bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren Medienvertreter, bedanken, dass Sie in den letzten Tagen immer wieder auch die Leistungen dieser Freiwilligen und dieser Einsatzkräfte gewürdigt haben, aber auch die Menschen darauf hingewiesen haben, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen und auch damit Einsatzkräfte in Gefahr zu bringen. Und da darf Sie bitten, das auch weiterhin zu tun, weil die Situation noch nicht positiv erledigt ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Verteidigungsminister erlauben Sie mir, ein paar Eckdaten unseres bisherigen Einsatzes auch hier auch zu skizzieren. Wir haben vor 12 Tagen am 4. Jänner mit den ersten Erkundungsflügen begonnen und sind seit 6. Jänner mit Luft- und Landkräften im Einsatz. Mit heute, also am heutigen Tag, sind es rund 1700 Soldaten, die hier in 6 Bundesländern eingesetzt sind. Insgesamt wurden seit dem 6. Jänner 71.000 Personenstunden geleistet, also 71.000 Mannstunden. Und ich erlaube mir auch zu betonen, mehr als die Hälfte dieser Stunden wurden von Grundwehrdienern auch erbracht. Ich sage das deshalb, weil sich am 20. Jänner ja auch zum 6. Mal der Tag der Wehrpflicht, also der Tag der Volksbefragung zur Wehrpflicht auch jährt. Und wir hier auch erkennen bei diesen Einsätzen, wie notwendig und wichtig diese Wehrpflicht auch ist. Wir haben insgesamt 171 Flugstunden absolviert und haben 530 Personen transportiert. Auch hier möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass uns in den letzten Wochen im Bereich der Hubschrauber ein großer Wurf gelungen ist, wo wir gemeinsam auch sicherstellen können, dass auch in Zukunft solche Einsätze entsprechend zu bewerkstelligen sind. Möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die OLED 3, dieser Hubschrauber, der eigenstationiert ist, genau für solche Search-and-Rescue-Einsätze im alpinen Gelände ausgelegt ist und selbstverständlich auch ab 2023 hier mit unserem gemeinsamen Beschluss eine Nachfolge sichergestellt werden kann. Wir waren insgesamt mit bis zu 20 Hubschraubern gleichzeitig im Einsatz. Hier geht es in erster Linie um Evakuierungen, hier geht es um Erkundungsflüge und hier geht es um das Absprengen von Lawinen. Das heißt, das wird auch jetzt in diesem Wetterfenster, das wir jetzt auch aktuell haben, mit einer leichten Verbesserung auch der Situation, unser Schwergewicht im fliegerischen Bereich sein. Wir werden in den nächsten Tagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, selbstverständlich auch weiterhin im Einsatz stehen, wenn es darum geht, die Dächer von Schneemassen zu befreien, natürlich auch Verkehrsflächen frei zu machen, auch Fernmeldeverbindungen wiederherzustellen, die aufgrund der Schneelast leider zerstört worden sind und mit den Hubschraubern entsprechend auch hier mit Downwash und da ist der Blackhawk, den wir Gott sei Dank ja auch aufstocken auf 12, prädestiniert dafür mittels Downwash auch Bäume und Stromleitungen entsprechend hier auch befreien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte aber auch ansprechen, dass das Bundesheer mit diesem Einsatz und den anderen Einsätzen, die wir jetzt aktuell absolvieren, wir haben ja 1000 im Ausland, rund 900 im Assistenzeinsatz an der Staatsgrenze, 1700 heute, die im Steheinsatz sind und weitere 800, die wir bereithalten, mit weit über 3000 Männern und Frauen im Einsatz steht. Deshalb möchte ich mich wirklich sehr herzlich auch bedanken beim Bundeskanzler, beim Vizekanzler auch, nicht nur für den Dank, sondern auch für das Erkennen der Notwendigkeit, dass das Bundesheer auch in Zukunft entsprechende Mittel auch benötigt, um diese Aufgaben auch für Österreich und für die Österreicherinnen und Österreicher sicherzustellen. Abschließend möchte ich bemerken, dass es so sein soll, und ich habe das auch in meinem Ressortbereich geregelt, dass niemand, der Hilfe leistet, auch freiwillig Hilfe leistet, im Rahmen der Freiwilligen Feuerwehr, das heißt der Bedienstete meines Ressorts, selbstverständlich auch für diesen Katastropheneinsatz Sonderurlaub bekommen werden, gleich auch die Grundwehrdiener, wo die Kommandanten angehalten sind, auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, je nach Schwere und Dauer des Einsatzes, dann auch nach Beendigung einen Sonderurlaub zu bekommen. Ich glaube, das ist ein notwendiges und auch
wichtiges Zeichen. Und letzter Satz, meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns Bundesheer, für das Bundesheer ist klar, in den nächsten Tagen liegt die Priorität an der Abführung dieses Einsatzes. Sollte es notwendig sein, werden andere Vorhaben, Ausbildungsvorhaben etc. natürlich auch reduziert, um hier auch die notwendigen Kapazitäten für die Hilfeleistung für die Österreicher zu haben. Danke, Herr Bundesminister. An dieser Stelle nur zwei kurze Bemerkungen, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Erstens, wir freuen uns unter Ihnen, Absolventen des Kuratoriums für Journalistenausbildung begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, dass Sie unter uns sind heute. Und zweitens, über mehrfaches Ersuchen unserer Zuseherinnen über Livestream dürfen wir Sie bitten, dass Sie bei Ihren Fragen sich selbst und Ihr Medium nur ganz kurz vorstellen. Bitte sehr, erste Frage. TV-Nachrichten. Herr Bundeskanzler, mich würde interessieren, der Herr Innenminister hat jetzt gemeint, dass Abschiebungen von Asylwerbern schon bei geringen Straftaten möglich sein sollen, bei jeder Straftat hat er gemeint, und die Abschiebungen sollen auch nach Syrien möglich sein. Jetzt wollte man fragen, ist das Regierungslinie oder wie sehen Sie das? Wir prüfen hier gerade die rechtlichen Möglichkeiten, insbesondere was die Abschiebungen von Straftätern betrifft, bin ich der festen Überzeugung, dass diese rasch stattfinden muss und dass oftmals eine schwere Straftat notwendig ist, damit eine Abschiebung stattfinden kann, das wirkt für mich doch sehr problematisch. Sie müssen sich vorstellen, das bedeutet dann in vielen Fällen, dass eine Körperverletzung nicht ausreicht. Es muss gleich eine Vergewaltigung oder ein Mord sein, damit jemand abgeschoben werden kann. Und das, glaube ich, entspricht weder dem gesunden Hausverstand, noch macht das für die Bevölkerung in Österreich Sinn. Insofern ja, wir sollten alle rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben, um straffällig gewordene Asylwerber abschieben zu können, auch ausschöpfen. Das kommt natürlich auf die Sicherheitssituation an. Sie haben vielleicht mitverfolgt die Debatte in Deutschland zur Abschiebung nach Afghanistan. Es ist definitiv so, dass die Sicherheitslage in unterschiedlichen Gebieten Syriens unterschiedlich zu bewerten ist. Aber was mir wichtig ist, straffällig gewordene Asylwerber müssen abgeschoben werden, und zwar rasch und auch egal, woher sie kommen. Ja, vielleicht nur noch einmal zur Erklärung, weil Sie das in Ihrer Frage, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, anders dargestellt haben. Zurzeit ist es so, dass nur bei besonders schweren Verbrechen sozusagen die Möglichkeit da ist, das Verfahren negativ zu bescheiden und auch die Rückführung sicherzustellen. Und daher ist es eine Selbstverständlichkeit, diese heutige gesetzliche Regelung kritisch zu hinterfragen und eine Abänderung zu prüfen, was der Innenminister hier zu Recht eingemahnt hat und auch betreibt und auch auf Europäischer Union dieses Bewusstsein schaffen will, dass es selbstverständlich so sein muss, dass nicht nur bei besonders schweren, sondern auch bei schweren Verbrechen, wo das heute nicht der Fall ist, das genauso gehandhabt wird, und bei mehreren Straftaten. Das heißt dann auch bei leichteren, wenn es sich um Wiederholungstäter handelt, die mehrere Straftaten gesetzt haben. Es ist ja völlig unverständlich für jede Bürgerin im Land, dass hier Straftäter solche Konsequenzen bis heute nicht zu befürchten haben. Da verliert ja zu Recht jeder Bürger jedes Verständnis und auch den Glauben, nicht nur an den Rechtsstaat, sondern auch an die politischen Verantwortungsträger, wenn man das nicht entsprechend ändert. Und genau das ist unser Anspruch, hier alle Initiativen zu setzen. Und da hat der Innenminister unsere vollste Unterstützung. Ja, denn natürlich ist in der gesamten Entwicklung, und das sage ich auch bewusst, ja, wenn wir die Gewaltverbrechensentwicklung der letzten Jahre auch bewerten, so ist das nicht die Situation, dass man das herunterbrechen könnte darauf, dass die österreichische Bevölkerung insgesamt sozusagen eine Entwicklung wahrnimmt, wo die österreichische Bevölkerung krimineller geworden wäre. Nein, da gibt es schon Hintergründe, die man auch evaluieren muss und auch beim Namen nennen muss. Und das sind natürlich die Entwicklungen auch im Jahr 2015, die zu vermehrter Gewalt in unserer Gesellschaft heute geführt haben, wo wir nachweisen können, auch im Falle von Statistiken, dass Messerattacken in manchen Bereichen
Verbrechen um 300% gestiegen sind, dass auch die dramatische Entwicklung, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, in unserer Gesellschaft dramatisch angestiegen ist und auch aktuell bereits in diesem Jahr auch wieder Morde gegenüber Frauen, die vorwiegend einen Migrationshintergrund leider auch bei den Tätern beinhalten. Das kann und darf man nicht verschweigen. Und genau dort muss man, ich sage, natürlich die Gegebenheiten prüfen, evaluieren und auch entsprechend die gesetzlichen Situationen nachschärfen und verbessern. Das erwarten die Bürger und das ist unsere Verpflichtung. Bitte. Danke. Mein Name ist Kurt Belius, Energievision Magazin. Eine Frage zum Thema Brexit. Es sind ja nicht nur 25.000 Österreicherinnen und Österreicher in England. Ich denke da an viele Zehntausende aus Polen, aus Frankreich, aus Deutschland. Gibt es eine Abstimmung zwischen unserer Regierung und diesen Regierungen, wie sich die verhalten werden? Also es gibt natürlich ein intensives Interesse auch seitens Großbritannien, dass deren rund 1 Million Bürgerinnen und Bürger, die innerhalb der Europäischen Union sind, auch ihr Leben weiter so führen können, wie sie das geplant haben. Deswegen hat gegenüber allen 27 EU-Ländern die britische Regierung signalisiert, dass sie Vorkehrungen in diese Richtung treffen wollen. Wir tun das in unserem nationalstaatlichen Bereich, wo das in unsere Verantwortung fällt, natürlich reziprok dazu auch. Litzka von Puls 4, nochmal zum Thema Gewalt gegen Frauen. Jetzt sind ja die Mittel letztes Jahr gekürzt worden für Frauenorganisationen. Wird da jetzt mehr getan bezüglich Gewaltprävention? Werden da mehr Mittel bereitgestellt? Also da würde ich Sie bitten, Dinge nicht miteinander zu vermischen, die so nicht vermischt werden sollten, was die Gewaltprävention betrifft. Gewaltschutz sind die Mittel erhöht worden. Und Sie wissen vielleicht auch, dass wir gerade an weiteren Maßnahmen dazu arbeiten. Diese Bundesregierung hat gleich, als sie angetreten ist, angekündigt, dass wir eine Taskforce einrichten, um im Strafrecht nachzuschärfen, weil oftmals aus unserer Sicht die Strafdrohungen, was Delikte oder Verbrechen gegen Leib und Leben betrifft, nicht wirklich in der Strafhöhe zusammenpassen, insbesondere wenn man sie mit Vermögensdelikten vergleicht. Wir haben hier angekündigt, dass wir hier nachschärfen werden. Das ist ja von sehr vielen in diesem Land kritisiert worden. Wir werden das trotzdem tun. Wir werden Ihnen also schon in Kürze die Ergebnisse der Taskforce präsentieren können, wo es auch zur Anhebung von Strafen kommen wird, insbesondere bei Gewalt gegen Frauen und damit verbunden natürlich auch Präventionsarbeit und Maßnahmen für einen noch besseren Opferschutz. Das dürfen wir Ihnen schon in Kürze präsentieren, aber insbesondere was die Unterstützung von Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sind zu Recht die Mittel schrittweise erhöht worden und das wird auch weiter so stattfinden. Michael Juncker, Kleine Zeitung, zu den Morden. Frage an den Kanzler, an den Vizekanzler. Kanzler, Herr Bundeskanzler, Sie haben gesagt, Sie wollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben. In der Causa, jetzt ist der Innenminister draußen einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, also wenn das mit dem EU-Gesetz nicht so ganz funktioniert, ist er zu einem Alleingang bereit, einem rechtlichen Alleingang bereit und hat auch keine Angst vor einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Meine Frage, wären auch Sie zu so einem rechtlichen Alleingang bereit, wenn das nicht anders möglich wäre? Und vielleicht dieselbe Frage an den Vizekanzler. Ob man da hier auch einen Schritt weitergehen kann. Danke. Also manchmal braucht es Vorreiter, um ein Umdenken einzuleiten. Das heißt, der erste Schritt, den wir jetzt einmal wählen, ist bewusst ein Aktivwerden auf europäischer Ebene. Das Thema, das uns hier beschäftigt, das ist ja eines, das andere Staaten auch beschäftigt. Sie haben ja diese Situation nicht nur in Österreich, dass in den Jahren 2015 und folgende natürlich neben Flüchtlingen, die hier Schutz gefunden haben, auch viel importiert wurde, was bei uns keinen Platz haben sollte. Antisemitisches Gedankengut, mangelnder Respekt vor Frauen, Gewaltbereitschaft. Hier ist vieles importiert worden, was in Europa und in Österreich keinen Platz hat. Und dagegen gilt es anzukämpfen. Und gerade die Außerlandesbringung, die Abschiebung von straffälligen Asylwerbern, das ist ein Ziel nicht nur dieser Bundesregierung, sondern das teilen viele auf europäischer Ebene auch. Manche, die das schon immer so sehen wie wir und manche, die erst in den letzten Monaten und Jahren hier ihre Meinung geändert haben. Und insofern wird diese Bundesregierung, allen voran der Innenminister als derjenige, der zuständig ist, hier versuchen, auf europäischer Ebene erfolgreich zu sein.
Und wenn das nicht gelingt, dann werden wir selbstverständlich auch prüfen, welche Möglichkeiten wir hier auf nationaler Ebene haben. Manchmal braucht es auch Vorreiter, um einen Anstoß auf europäischer Ebene zu setzen. Aber die Probleme, die es hier bei uns gibt, die gibt es in anderen Ländern mit straffällig gewordenen Asylwerbern genauso. Ja, trauriges Faktum ist es, dass durch politische Fehlentwicklungen in der Vergangenheit Probleme, auch Gewalt, importiert wurde nach Österreich. Deshalb haben wir mit Eintritt in die Bundesregierung ja auch Sorge getragen, dass wir auch die Grenzen schützen und illegale Migration auch endlich gestoppt haben und haben viele Altlasten durch eine Vorgängerregierung übernommen, die wir auch aufarbeiten, zügig, wie Sie wissen, nämlich wenn die Verfahren schneller und zügiger auch abgearbeitet werden und dann die rechtskräftigen Entscheidungen auch da sind und bei Ablehnungen dann auch wirklich konsequent die abgelehnten Asylwerber auch außer Landes zu bringen. Da sind wir sehr zügig und sehr konsequent, seit über einem Jahr auch unterwegs. Und da sind auch alle Statistiken veröffentlicht worden, die zeigen, wie effizient wir im Unterschied zu Vorgängerregierungen hier auch die Entwicklung sicherstellen. Und ja, wir wollen nicht, dass Gewalt weiter importiert wird. Ja, das verstehen wir. Und wer hier zu uns gekommen ist und gewalttätig ist und straffällig ist, der soll hier nicht geschützt werden. Und da darf es auch keinen Täterschutz geben. Und das ist unser Anspruch. Und deshalb ist es auch so wichtig, hier von Seiten des Innenministers natürlich dieses Bewusstsein auch auf europäischer Ebene zu schärfen. Denn ich bin überzeugt, dass viele andere politische Verantwortungsträger quer durch die Europäische Union hier selbst auch das Bewusstsein haben, Veränderungen setzen zu wollen und diese Veränderungen auch als Notwendigkeit begreifen. Und deshalb glaube ich jetzt einmal und bin auch einmal guter Hoffnung, dass diese Veränderung auch auf europäischer Ebene gemeinsam möglich wird. Wenn nicht, sind wir aber natürlich hier in der Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung, die nicht verstehen kann und auch nicht verstehen wird, wenn man hier untätig bleibt. Es kann nicht sein, dass jemand, der hier Schutz sucht, mehrere Straftaten begeht, letztlich ja, Schutz erhält als Täter, sondern da muss letztlich die eigene Bevölkerung geschützt werden vor dem vermeintlich Schutzsuchenden, der eben leider Gottes straffällig tätig geworden ist. Vorstellbar ein rechtlicher. Der erste Schritt, wie gesagt, ist jetzt auf jeden Fall einmal ein Aktivwerden auf europäischer Ebene. Und ich glaube, die zweite Frage haben wir auch schon beantwortet. Bitte sehr. Zwei kurze. Hi, Christi Knolle, Reuters. Herr Kurz, Sie haben gesagt, es geht um Brexit. Es gibt die Möglichkeit, noch den einen oder anderen Punkt zu konkretisieren, um Hard Brexit zu vermeiden. Können Sie da vielleicht sagen, was Sie meinen, worauf Sie sich beziehen? Und die zweite Frage, glauben Sie, es ist eine Möglichkeit, sich einfach mehr Zeit zu lassen? Danke. Also zur ersten Frage, ich bitte da genau zu unterscheiden zwischen dem Austrittsabkommen und der politischen Erklärung zur zukünftigen Partnerschaft mit Großbritannien. Was das Austrittsabkommen betrifft, da bin ich dagegen, dass wir dieses noch einmal verhandeln. Das ist sehr ausführlich, wie Gernot Blümel auch schon ausgeführt hat, verhandelt worden. Das ist professionell und transparent abgehandelt worden. Und insofern gibt es sicher keine Bereitschaft von der Europäischen Union, dass wir dieses noch einmal öffnen. Darüber hinaus gibt es eine noch sehr unkonkrete Erklärung, was die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union betrifft. Und hier gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das eine oder andere zu detaillieren, falls das Sinn macht. Dieser Wunsch muss aber von Seiten Großbritanniens kommen. Und genauere Regelungen zum zukünftigen Verhältnis, der Wunsch muss von Großbritannien kommen. Ich habe an dem derzeitigen Text nichts auszusetzen, der Rest der Europäischen Union auch nicht. Insofern, wenn es hier eine Vertiefung braucht, dann muss das von Großbritannien vorgeschlagen werden. Und Ihre zweite Frage war, wie gehen wir damit um, sollen wir uns mehr Zeit geben? Unser oberstes Ziel sollte sein, einen Hard Brexit zu vermeiden. Das heißt, wenn es notwendig ist, hier Zeit zu gewinnen, dann sollten wir auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Ich sage aber dazu, das macht nur Sinn, wenn es auch eine klare Strategie gibt. Einfach nur eine Verlängerung, ohne zu wissen, wofür wir die Zeit nutzen sollen, ohne eine konkrete Linie Großbritanniens, welches Szenario erreicht werden soll, wie das zukünftige Verhältnis
anders oder tiefergehend geregelt werden soll, das würde wahrscheinlich keinen Sinn machen. Also es gibt von mir kein Nein zu einer Verlängerung, sondern ganz im Gegenteil, wenn es Sinn macht, die volle Bereitschaft dazu, allerdings nur mit einer ordentlichen Strategie und mit einem Plan, was wir wirklich wollen. Noch eine letzte Frage. Simone Striebel, Zeit im Bild. Herr Bundeskanzler, wenn jetzt die Briten sagen, wir wollen dieses Austrittsabkommen nicht und die EU sagt, wir verhandeln nicht weiter, wie realistisch ist da eine Lösung? Und an den Herrn Vizekanzler, dieser Alleingang Österreichs, gibt es da in diesem Jahr eine Deadline, wo man sagt, wir warten jetzt nicht mehr auf die EU, sondern jetzt machen wir das alleine? Also vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Ich glaube, nach dieser Abstimmung werden gewisse Kräfte in Großbritannien frei werden. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung sich die entladen. Das heißt, aus meiner Sicht, wir sollten einmal den Besuch von Theresa May in Brüssel abwarten, diese Gespräche auch abwarten, uns ansehen, ob es hier von Seiten der Briten jetzt eine klare Strategie, einen Vorschlag gibt oder eben nicht. Und danach können wir als Europäische Union dann gemeinsam unser weiteres Vorgehen auch beschließen. Das Wichtigste ist jedenfalls, dass wir das schaffen, was während unseres Ratsvorsitzes gelungen ist, nämlich die Einigkeit der EU-27 zu wahren und auch Einigkeit zwischen Rat, Kommission und Parlament sicherzustellen. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass die Bewusstseinsnachschärfung von Seiten des Innenministers auf europäischer Ebene erfolgreich sein wird. Wenn das nicht der Fall wäre, ja, dann werden wir alle gesetzlichen Möglichkeiten, die wir in der nationalstaatlichen Ebene haben, auch nützen. Danke, Herr Vizekanzler, Herr Bundeskanzler, Herr Bundesminister, und danke, sehr geehrte Damen und Herren. Danke.